Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man verzaubert in Minecraft, denn das ist eins der Basics in Minecraft. Und ich dachte, ich habe noch nie ein Tutorial dazu gemacht, deswegen wäre es natürlich auch gut, über solche Basics mal zu sprechen. Denn das Verzaubern ist sehr wichtig in Minecraft und eröffnet euch erst viele Möglichkeiten. Und um es kurz zu sagen, verbessert das Verzaubern eben einfach eure Waffen, eure Spitzhacken, eure Werkzeuge an sich und natürlich auch eure Rüstung. Und wie gesagt, viele Dinge werden gerade erst möglich durch das Verzaubern und machen euer Leben einfach in Minecraft sehr viel einfacher und ja, einfach entspannter. Und natürlich findet man so einen Verzauberungstisch, wie er hier steht, nicht einfach so in der Wildnis, sondern man muss sich den erarbeiten und die Rohstoffe erstmal sammeln. Und das ist das Erste, um was wir uns kümmern, denn wir müssen natürlich erstmal wissen, wie craftet man dann das Ganze hier. Und den ersten Rohstoff, den wir brauchen, das ist Zuckerrohr. Zuckerrohr wächst eigentlich so überall, wo es Wasser gibt, also an Flussufern, an Seen und so weiter und so weiter. Und das können wir halt abbauen einfach gegenhauen. Und dann können wir eben mit Zuckerrohr Blätter craften. Und zwar legen wir dann einfach das Zuckerrohr so hin und bekommen dann aus drei Zuckerrohr auch dreimal Blätter raus. Und diese Blätter brauchen wir, um dann Bücher zu craften. Ihr seht ja, wir brauchen hier eine Menge Bücher. Und dann brauchen wir nämlich einfach nur ein Leder dazu tun, zu den drei Papieren, und dann kriegen wir auch ein Buch raus. Und mit diesen Büchern können wir dann zum einen den Verzauberungstisch bauen und zum anderen natürlich auch die Bücherregale drumherum, die auch sehr wichtig sind. Dazu kommen wir aber später noch. Und um den Verzauberungstisch zu craften, brauchen wir dann das hier. Wir brauchen einmal zwei Diamanten. Ich glaube, wie man die abbaut, weiß eigentlich jeder. Dann brauchen wir auch ein Buch. Das habe ich euch ja gerade gezeigt, wie man das craftet. Und dann brauchen wir noch Obsidian. Und Obsidian ist natürlich schwierig abzubauen, das dauert lange. Und das geht auch nur mit einer Diamantspitzhacke. Zum Beispiel, wenn man, also nur damit ihr es wisst, das ist halt, wenn man Lava, eine Lavaquelle hat und darüber gießt man dann Wasser, dann entsteht Obsidian. Das bedeutet, am besten schnappt ihr euch einen Wassereimer und geht dann in eine Höhle und sucht da eben Lava und übergießt das einmal mit Wasser. Und dann könnt ihr das mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Das dauert allerdings ein bisschen lange. Aber wir brauchen ja nur 4 Obsidian und deswegen sollte das noch gehen. Und dann haben wir schon mal den Verzauberungstisch. Allerdings ist der Verzauberungstisch an sich gar nicht so stark, denn wenn ich hier mal zum Beispiel was reinlege zum Verzaubern, seht ihr, man kann hier nur auf sehr niedrigen Leveln verzaubern. Und das liegt daran, dass der Verzauberungstisch quasi, wenn man die Animation sich mal hier anschaut, sein Wissen und seine Stärke quasi aus den Büchern drumherum kriegt und ja quasi die Weisheit von den Büchern aufnimmt. Und je mehr Bücher man hat, desto besser, denn das Maximallevel zum Verzaubern ist Level 30 und das wollen wir halt im Optimalfall auch haben. Und jedes Bücherregal gibt quasi 2 Level dazu. Das bedeutet, insgesamt brauchen wir, um Level 30 verzaubern zu können, 15 Bücherregale. Und Bücherregale craftet man so, indem man halt irgendein Holzbrett nimmt, welche Farbe ist dabei egal, und dann braucht man dazwischen nochmal 3 Bücher, und so bekommt man dann insgesamt ein Bücherregal, und das brauchen wir dementsprechend 15 Mal. Und wir können mal in diese Kiste hier gucken, da habe ich nämlich reingetan, was man denn insgesamt zum Maximalverzaubern braucht. Insgesamt für die Bücher brauchen wir 23 normales Holz, das können wir dann ja zu den Brettern machen. Dann brauchen wir 45 Leder und wir brauchen insgesamt 2 Stacks Zuckerrohr plus nochmal 7 extra. Und das sind dann schon mal insgesamt diese 15 Bücherregale, die wir brauchen. Und dann brauchen wir nochmal natürlich 3 Zuckerrohr, 1 Leder, 2 Diamanten und 4 Obsidian für den Enchanting Table. Und nochmal zur Erinnerung, für Obsidian braucht man mindestens eine Diamantspitzhacke und um Diamanten abzubauen, braucht man mindestens eine Eisenspitzhacke. Das bedeutet, die brauchen wir auch theoretisch nochmal extra. Und dann haben wir nämlich den Verzauberungstisch und können den schon platzieren und ich zeige euch mal, wie das geht. Auf diesen lilanen Block hier kommt nämlich jetzt mal der Enchanting Table und dann dürfen wir allerdings um die Blöcke drumherum, also um diese Holzblöcke drumherum, dürfen wir allerdings nichts platzieren, da darf nichts im Weg sein. Und dann können wir wieder auf die rote Wolle quasi einmal drumherum setzen, je nachdem wie wir es haben möchten. Und ich platziere hier jetzt einfach mal meine 15 Blöcke, einfach irgendwie, Hauptsache eben auf dieser roten Fläche. Und dann können wir hier schon auf dem Maximallevel verzaubern, was Level 30 ist, das seht ihr ja hier. Hierfür bräuchte man Level 9, hierfür Level 8, nur mal zur Erklärung. Und hierfür eben Level 30. Und kosten würde das allerdings nur ein Level, zwei Level und drei Level. Das bedeutet theoretisch, wenn ich auf Level 30 bin, kann ich erst das hier verzaubern und schalte das frei, aber ich verbrauche nur 3 Level. Das bedeutet, nach dem Verzaubern bin ich immer noch Level 27, kann aber nicht mehr verzaubern, weil ich ja nicht Level 30 bin, aber ich verliere eben nicht alle 30 Level. Das war früher mal so, ist jetzt aber nicht mehr so. Und ihr dürft halt, wie gesagt, nichts dazwischen haben, nicht mal eine Fackel. Also ich kann euch das mal zeigen, ihr habt ja gesehen, bis Level 30 kann man hier verzaubern. Wenn ich jetzt hier aber eine Fackel hin tue, dann blockiert das quasi schon dieses Bücherregal. Und dementsprechend kann ich jetzt hier nur noch auf Level 26 verzaubern. Das ist natürlich blöd, das wollen wir nicht, sondern wir wollen hier auf Level 30 verzaubern, dementsprechend einfach nichts in den Weg tun und dann können wir auch auf Level 30 verzaubern. So, ihr seht schon, zum Verzaubern braucht man 2 Sachen, nämlich einmal Level und einmal Lapis und dementsprechend müsst ihr natürlich erstmal Lapis Lazuli abfarmen. Das sollte allerdings auch nicht so schwierig sein, denn das ist relativ häufig und man bekommt hier auch sehr viel daraus und auf der anderen Seite benutzt man halt Lapis für nichts anderes eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, als für Verzaubern. Und Verzaubern braucht natürlich auch noch Level. Und Level bekommt man ja auch für alles Mögliche, zum Beispiel wenn man Tiere paart oder Tiere tötet oder wenn man Zombies tötet oder mit Villagern handelt oder wenn man Sachen aus dem Ofen nimmt. Das gibt ja alles Erfahrungspunkte und im Großen und Ganzen kann man die auch fast nur fürs Verzaubern benutzen. Und das Verzaubern an sich ist ziemlich einfach und so geht ihr einfach daher,
legt euer Item, was ihr verzaubern möchtet, da rein. Insgesamt kann man folgende Items verzaubern. Und zwar kann man einmal natürlich jede Rüstung verzaubern, ihr könnt auch die Waffen alle verzaubern. Und ihr könnt auch Werkzeuge verzaubern, allerdings nicht die Hacke, sondern nur die Spitzhacke. Und Angeln kann man zum Beispiel auch verzaubern. Und auch Bücher sogar. Was man denn auch noch verzaubern könnte, theoretisch, sind Scheren. Allerdings könnt ihr Scheren nicht direkt da reinlegen zum Verzaubern, sondern ihr müsst das auf eine andere Art und Weise machen, das zeige ich euch gleich. Und ich kann jetzt mal ein bisschen was zur Probe quasi verzaubern. Und zwar geht ihr dann, wie gesagt, einfach mit Rechtsklick dahin. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Schwert da reinlegen, dann haben wir hier drei Möglichkeiten und das untere ist eigentlich immer das Beste, aber wir haben trotzdem drei Möglichkeiten. Und dann seht ihr immer zum einen die Verzauberung, die kommen wird auf jeden Fall. Zum Beispiel in diesem Fall jetzt Sweeping Edge. Hier würde es Knockback geben und hier würde es Sharpness, also Schärfe 3 geben. Allerdings kann jedes Mal noch was dazukommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die Schärfe nehme, dann ist sogar nichts dazu gekommen, sondern nur Schärfe, okay. Aber wenn hier zum Beispiel Ban of Attributes 4 nehme, dann kann halt noch, wie ihr hier seht, einiges dazukommen. Aber das ist so, dass man quasi eine Sache sicher sieht und die anderen sind halt zufällig oder können halt auch gar nicht kommen, wie zum Beispiel beim ersten Mal. Und bei den meisten Sachen gibt es ja noch verschiedene Stufen, also zum Beispiel bei Schärfe, da gibt es dann 1 bis 5. 1 ist natürlich das Niedrigste, also das bringt euch am wenigsten und 5 wäre dann das Beste. Und da könnt ihr dann halt erstmal verzaubern und halt gucken, dass ihr was Gutes bekommt. Zum Beispiel hier jetzt nochmal Unbreaking auf die Axt und ich kriege sogar noch Effizienz dazu, das ist auch ziemlich cool. Sollten euch die Verzauberungen mal nicht gefallen, könnt ihr einfach zu einem Grindstone gehen oder zu einem Wetzstein. Und wenn ihr da nämlich eure verzauberte Sache reinlegt, dann könnt ihr die einfach quasi wieder gereinigt oder entzaubert da rausnehmen. Und dann kriegt ihr ein paar Level zurück, allerdings nicht alles natürlich. Und dann könnt ihr es einfach wieder verzaubern. Und dann habt ihr hier zum Beispiel eine viel bessere. Jetzt haben wir Efficiency 4, Unbreaking 3 und Behutsamkeit. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was man auch machen kann, ist Bücher verzaubern. Denn Bücher können jede Verzauberung bekommen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel Punch 2. Das ist eine Verzauberung, die kriegt eigentlich nur ein Bogen, aber eben auch jedes Buch kann das kriegen. Und um das jetzt auf dem Bogen zu machen, ist das auch gar nicht so schwierig. Dafür brauchen wir nämlich einen Amboss. Und dann können wir nämlich einfach einen Bogen, einen nicht verzauberten Bogen hier hinlegen und dann das Buch mit Punch 2 dahinlegen. Und dann kriegen wir nämlich das Buch für insgesamt 4 Erfahrungspunkte und kriegen jetzt einen Bogen, der eben die Verzauberung von dem Buch hat. Beziehungsweise könnte man das sogar nochmal machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt noch ein Buch nehme, was jetzt meinetwegen zum Beispiel Unzerstörbarkeit oder wie heißt das nochmal, Unbreaking eben bekommt, also Haltbarkeit, genau, so rum heißt das auf Deutsch, Haltbarkeit, dann könnte ich jetzt den verzauberten Bogen hier hinlegen, das Haltbarkeitsbuch hier hin und dann würde ich nämlich einen Bogen bekommen, der Punch 2 und Haltbarkeit hat. Das bedeutet, theoretisch ist es am schlauesten, ganz viele Bücher zu verzaubern und dann halt zu gucken, okay, ich habe jetzt hier Unbreaking und Schärfe zum Beispiel und dann könnt ihr nämlich die Sachen halt, je nachdem, auf welches Item es halt drauf soll, das darauf machen, ohne dass ihr eben die ganze Zeit eure Sachen verzaubert und dann doofe Verzauberungen kriegt. Das wäre natürlich blöde. Und so funktioniert eigentlich das Verzaubern. Es gibt ziemlich viele Verzauberungen, die ziemlich nützlich sind und dazu werde ich auch eine kleine Miniserie machen. Und zwar werden jetzt demnächst ein paar Videos kommen, wie zum Beispiel ein Video, in dem ich alle Sachen erkläre, die halt, oder alle Verzauberungen erkläre, was Schwerter angeht oder was Spitzhacken angeht und Bögen. Und dann die besten Verzauberungen werde ich auch nochmal vorstellen, zum Beispiel bei einem Spitzhacken wäre das Glück, das ist eine ziemlich coole Verzauberung, denn damit könnt ihr zum Beispiel aus normalen Erzen, also wie zum Beispiel von dem Lapis-Erz hier, könnt ihr sehr viele mehr Items bekommen. Oder das funktioniert zum Beispiel auch bei Diamanten, also wenn ihr ein Diamanterz findet, dann würde man normalerweise einen Diamanten daraus bekommen. Wenn man jetzt aber Glück 3 hat, kann man sehr viel mehr Diamanten daraus bekommen. Und das ist eben super ein wertvolles Item, was natürlich in jeder Minecraft-Welt cool ist. Also wenn ihr mal überlegt, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Diamanten seht, irgendwie 3 oder 4 Mal so viele daraus bekommt, dann hat sich das Verzaubern ja auf jeden Fall gelohnt. Und andersrum gibt es natürlich auch Rüstungen und sowas, die euch dann viel länger am Leben halten oder unter Wasser schneller laufen lassen und euch Nachtvision gewähren und so weiter. Das ist ziemlich cool und insgesamt, ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Verzauberungen. Das hier sind noch nicht mal alle, die es gibt und ich werde das, denke ich, in den weiteren Videos, die jetzt folgen werden, wie gesagt, nochmal ein bisschen näher erläutern. Ich wollte hier nur mal ein kleines Basic-Tutorial machen, wie das Ganze funktioniert, wie man die Sachen craftet und wie man es dann im Endeffekt auch benutzt. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr noch andere Ideen habt oder Sachen, die ich vergessen habe, dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Verzaubern in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.